Nürnberg, Länderspiel. Deutschland gegen Kasachstan. 2 Monate Arbeit für 60 Sekunden Show. Also, ich erklär's nochmal, was wir heute machen. Und zwar die Choreo ist anlässlich des Geburtstages des Fanclubs. Machen wir halt noch so komische. Carsten Däbel ist früher wach als jeder Nationalspieler. Dabei. Seit 4 Uhr ist er auf den Beinen. Carsten ist Choreo-Chef bei Länderspielen. So. Ein riesiges Transparent und Pappschilder in Weiß und Schwarz-Rot-Gold. Carsten und sein Team sorgen für den Zauber vor dem Spiel. Also jetzt ist vor allem nochmal leer, nachher ist Stadion gerammelt voll. Später ist eine Choreografie von hier bis da drüben. Das heißt, jeder, der hier ist, macht mit. Oberrang genauso, müssen alle mitmachen. Jeder ist eingestimmt. Die Spieler kommen auf den Platz. Erst was sie sehen, ist die Choreografie. Perfekt. Bevor es soweit ist, muss das Choreo-Team die 6000 Pappschilder auf der Tribüne verteilen. Schuften bis zum Spiel bei minus 5 Grad. Länderspiele sind eh nie so stimmungsmäßig sehr ansprechend. Und wenn dann keine Choreo ist oder keine Fans, die mitmachen, dann denke ich, ist einfach nur langweilig. Doch für Carsten geht's um mehr. Auch noch einfach Spaß. Also die Gruppe ist cool, also die Leute, mit denen macht Spaß. Und wenn dann am Ende des Bildes siehst, dass das funktioniert hat, und cool ist nur der Spaß einfach. Also, ja. Beruflich verkauft Carsten Versicherungen. Ein Großteil seiner Freizeit geht für die Choreografien drauf. Meine Frau, die akzeptiert und findet es auch an sich gut, was ich mache und freut sich auch für mich, dass mir das Spaß macht. Aber sie wird jetzt nicht hier mal einen Tag mitverbringen, weil es einfach zu viel, zu lang ist. Und manchmal drückt sie mir auch so ein bisschen den Spruch, dass halt für die 30 Sekunden, 40 Sekunden halt den ganzen Tag drauf und die Vorbereitungen, das versteht halt nicht jeder. Thomas ist ein Kumpel von Carsten. Heute Morgen sind sie zusammen aus Mannheim gekommen. Stundenlang sitzt er da und rollt. Ich denke, verrückt sind wir alle, sonst wären wir nicht hier seit um 8 heute Morgen. Carsten ist sehr zuverlässig, ist ein guter Typ, er hat sein Team super im Griff. Er organisiert das alles sehr gut zusammen mit dem Jens und mit der Simone. Co-Chefin Simone ist im Stadion Carstens bessere Hälfte. Wir ergänzen uns eigentlich ganz gut. Also wenn er manchmal ein bisschen zu gemütlich ist, sage ich, hey Carsten, guck mal auf die Uhr. Und umgekehrt, wenn ich ein bisschen bin, sagt er, Simone, bremst dich mal ein bisschen. Wir sind da eigentlich, denke ich, ein sehr perfektes Team, wo wir uns gegenseitig gut ausgleichen. Pappschild für Pappschild für Pappschild kommen die Helfer ihrem Ziel langsam näher. Schilderwald steht. Auf zur nächsten Herausforderung. Das Transparent ist so groß wie der Strafraum. Im Oberrang versuchen die Helfer es auszubreiten. Aber erst einmal bleibt es nur beim Versuch. Es hat es verdreht, also es ist ein Knoten hier in der Mitte drin. Das heißt, es ist im Grunde gerade ineinander verwurzelt, es muss es unten wieder raus. Und durch diese ganzen Sitze zieht es halt ziemlich. Und das Gewicht von diesem Stoff ist halt so extrem, dass es gerade Kraftarbeit da unten ist. Aber da hatte Carsten schon schlimmere Probleme. Es gab schon mal, dass wir zum Beispiel einen Spruch nicht lesen konnten. Das heißt, wir haben einen Spruch mit Pappen ausgelegt, mit Papptafeln. Und dann konnte man zum Beispiel ein Wort nicht lesen, weil da eine Lücke war für Menschen. Dann fehlen diese schwarzen Konturen halt für den Spruch. Das gab's schon mal. Oder einmal ist eine Folie gerissen in der Mitte. Wo können es heute klemmen? Die Balustrade da unten ist eigentlich das einzige Problem. Dieser Übergang von unten nach oben. Dass entweder ein Seil reißt oder irgendwelche Menschen es doch schaffen, das unten zu halten. Dann geht der Knoten auf. Helfer lassen das Transparent auf die Laufbahn fallen, um es zusammenzufalten.
Fast alles ist fertig vorbereitet. Bald öffnet das Stadion seine Tore. Ich bin als Erster hier. Da seht ihr einen Ordner da. Und jetzt mittlerweile kommt immer mehr. Also du wachst fast mit dem Stadion auf. Schon ganz cool eigentlich, das Flair. Ja. So richtig wach wird das Stadion aber erst, wenn es dunkel wird. ...43.000 Fans strömen im Stadion, um ihre Elf zu sehen. Ohne Fans keine Stimmung. Ohne Fans kein keine Spiel. Emotion. Ihr habt sogar einen Dirndl machen lassen in Österreich, wo hinten 12 der Mann draufsteht. Ohne Fans geht's nicht. Deutschland ist der geilste Club der Welt. Deutschland ist der geilste Club der Welt. Wir haben immer wieder festgestellt, Deutschland ist der geilste Club der Welt. Lass mal dann hier hin, ja? Kommt hier runter dann. Ja, also ich komme wieder runter und hier runter. Und 36 geht's los. Ungefähr. Seht ihr mich? In der Kabine ziehen die Spieler ihre Schuhe an. Auf der Tribüne spannt die Choreo-Crew die Seile. Alle warten auf Carstens Zeichen. Über der Tribüne schwebt Adler Paule, das Maskottchen der Nationalmannschaft. Zum 10. Geburtstag des Fanclubs darf Paule besonders lang fliegen. Erst nach 2 Minuten lassen ihn die Fans wieder landen. War aber sehr schnell oben. Ja, ja. Kurz vor dem Ende reißt das Transparent. Ist Carsten trotzdem zufrieden? Ich habe die Bilder nicht gesehen, aber ja. Weil es geklappt hat über die Straße rüber. Es hat geklappt. Wunderbar. Ja, perfekt. War echt gut. 2 Minuten Show, 90 Minuten Spiel. Das Choreo-Team hat den Ball zu den Spielern gepasst und die schießen schnell die ersten Tore. Doch ohne die Fans wäre der Fußball einfach nur 90 Minuten Sport.